Hello! Dreifach donnerndes Hello! Schöne Fasnacht, schönen Rosenmontag. Für diejenigen, die das nicht interessiert, willkommen zurück zu Town of Salem Ranked. Und wir sehen hier unten ein neues Feature, weil es ist kurz vor Valentinstag und die Liebe ist in der Luft. Ja. Und aus dem Grund haben wir hier neue Items, so das neue Haus und mit Herzen. Es gibt auch einen kleinen Amor. Den würde ich mir mit diesem Account nicht holen. Mit meinem anderen Account wahrscheinlich sogar. Muss ich mal schauen. Werdet ihr dann dementsprechend in eine der folgenden Together-Folgen sehen. So heißt das. Ich muss gerade überlegen, was ich denn eigentlich sagen wollte. Wir untersuchen Ghost, weil wir Sheriff sind. Freut mich schon mal. Ich mag Townrollen. Ihr wisst es ja. Und wollen wir mal gucken, was wir hier machen können. Wir haben ja gleich mehrere Bösewichte. Wir haben hier einmal einen Ghost, sogar einen Solar Ghost, einen Little Ghost. Hans Gruber ist ja verstorben vor 2, 3 Wochen. Die Zeit verfliegt ganz schön schnell. Und Donald Trump natürlich. Und wir wissen, dass Ghost not suspicious ist. Das ist schon mal ein Anfang. Kann natürlich immer noch Godfather sein oder Werwolf oder Arsonist. Und wir wissen, dass der Solar Ghost tot ist. Er starb durch den SK. Sehr gut. Das heißt, Werwolf ist unwahrscheinlich. Interessant ist dann wiederum. Oh, ein Lookout. Nein. Warum ist der Lookout tot? Den hätte man gebrauchen können. You have been haunted. Der ist gar nicht mal schlecht, die Death Note. Die ist gar nicht mal so schlecht. Bisschen lustig ist er halt schon. Der SK. So, Godfather könnte eventuell den SK gefunden haben oder jemand, der gejailt wurde, geheilt wurde, etc. pp. Matt the Lookout, Solar Ghost, Jinx and Free Chili visited. Ja. Paris claimt, dass er attacked wurde. Jinx was in jail. So. Well. Exe. Oh, Chester. I guess. Das ging wohl nach hinten los, meine lieben Freunde. Oh mein Gott. Matt, das hat er schon im der Vorlobby gemacht, wo man die Namen eingibt. Oh je. Oh je. Matt, das ist aber schlecht. Jetzt wählen sie echt Jinx? Wie dumm ist das denn? Wenn der nicht im Jail war, nimmt der Jailer ihn mit, exekutiert ihn. Ganz easy. Ja, hat Jinx recht, use your brain. Also, ist ja dumm. So, der Matt ist sehr wahrscheinlich ein Jester. Aus dem Grund interessiert uns der erstmal nicht. Könnte auch ein Veteranenbait sein. Wir gehen mal auf Help Mafia. Wer so heißt, der muss doch schon böse sein, oder? Na, Help Mafia. Wollen wir mal gucken, was er uns zu sagen hat. Bei mir ist gerade Altweiber-Fasnacht. Aus dem Grund relativ aktuell die Folge sogar. Dann schauen wir mal, ob wir wieder ein paar Siege holen können. Die letzten Runden waren ja nicht ganz so Weltklasse. Wow, ich wurde gehasst. Und zwar richtig gehasst. I guess they hate me. So, was ich aber euch erzählen kann, wenn ihr Lust habt auf im Kopf des Zuschauers Runden, aufnehmen einfach mit kostenlosen Programmen wie OBS oder Afterburner zum Beispiel. Gibt auch Pflicht, kostenpflichtige Programme, DxStory, Fraps, gibt auch davon wiederum kostenlose Demo-Versionen etc. Aufnehmen und dann mir halt einfach mal zukommen lassen. Ihr könnt so hochladen bei Workupload. Ihr könnt Dropbox-mäßig hochladen. Mir dann einen Link schicken. Jailer hat Mac exekutiert. Ja, Jester halt, Executioner. Das war klar. Also es war schlecht. Ja. Es hat auf jeden Fall böse. Er war. Was? Wow. Nice Game Throwing gleich zu Beginn. Einmal Match reporten.
Hallo? Geht nicht. Wieso geht das nicht? Mein Gott, ist alles kaputt. Unglaublich. Ich kann hier hinten jetzt rummachen. Ja. It's little. Oh, ich hasse es. Little, really. You are gonna be reported a lot now. Und ignored. Ignore Matt. So. That's a good advice. This is game throwing. I report him and ignored him because I don't want to read bullshit from an idiot. Wir haben sogar einen Mayor, den Herrn Paris, Fred. Paris hat Survival claimed. Solarghost und ich sind uns hier einer Meinung. Es gefällt mir ganz gut. Kann ich jetzt reporten, bitte? Nein. Es ist doch Kacke. Tut mir leid. Es ist so ärgerlich. Ich muss es nach der Ding machen. That's true, Solar. Sad, but true. Ja, auf jeden Fall offensichtliches Game Throwing hier. Einen auf Jester machen, weil es war klar, dass er gekillt wird. Und jetzt wollen wir mal gucken, weil mehr wird nicht passieren. Die Town sieht hier relativ schlecht aus. Vielleicht haben wir hier jetzt einen toten Paris. Das wäre ganz nett. Jawohl, toter SK. Damit ist für mich übrigens. Ich nehme doch direkt mal hier, Black nämlich. I guess Black is a baddie. He knew Paris was attacked night one. Oh. Ich bin zu blöd, um New zu schreiben. Auch cool. At least Black wrote something like that. Schön, wie Solargos das hier schreibt. We are discussing how smart Matt is. Wunderschön umschrieben. Ich mag Solargos. Ghost ist tot. Interessant. Mal gucken, ob sie auf den Black gehen. Weil, wie gesagt, er hat direkt am ersten Tag, zweiten Tag genauer gesagt, erzählt, was Sache ist. Ghost ist über die Mafia ein bisschen erzürnt. Der Amnesiac. Interessant, wurde gewoblockt, was für eine Konsort spricht. Das wäre Random Mafia. Pur Amni. Oh. Anscheinend hat Solarghost hier immer noch Unterhaltung mit dem Matt am Laufen. Ich kann leider nicht reporten. Das ist. Ah, jetzt. Lass mich doch mal reporten. Ich will reporten. Oh mein Gott. Naja. Also fest steht nichts eigentlich, nur Fred als Mayor. Warum geht keiner auf Black? Geh doch mal auf Black. Mayor, wenn du schon dich outen musst, wieso gehst du auf Help Mafia? Schade, dass wir kein Medium da haben. Hätte ich im, also kein richtiges Medium. Ihr wisst schon, was ich meine. Weil ich hätte mich dann gern gesagt, hier, Leute, Black hat gesagt, Paris wurde attackiert in der ersten Nacht. Seems someone was immune, don't you think, Paris? Dieser Hinweis, es ist doch so offensichtlich, dass Black Mafia sein muss. Er claimt Doktor. Ja, er ist als nächstes tot. Egal, ob er Doktor ist oder nicht.
No will gleich guilty. Wow. Und hier natürlich no counterclaim. Und Giles Corey wählt innocent. Der Mayor abstained. Fred sagt, er hat ein Counterclaim. Little Goat sagt, er counterclaimt. Ja, gibt ja auch kein Random Town. Gibt ja auch keine Any-Rolle. Unglaublich, Solar, do you think these guys know Random Town and Any? Because Counterclaim is so a stupid idea. Mayor says he has a counterclaim. Oh mein Gott. Ich raff's nicht. Ja. He claimed dog. Is possible. Why would I vote guilty on a dog claim? Nice! Nice, Jester! Jawoll! Wunderschön gemacht, Jester! Ich hätte da niemals schuldig gewählt. Oh mein Gott, ist diese Town dumm. Und natürlich hat der Ding abstain. Schade. Sehr ärgerlich. Oh. War schön gemacht von Help Mafia. Dog Claim ist halt unglaublich gefährlich. Also das muss ich sagen. Diesen Move hätte ich nicht gezogen. Da habe ich viel zu viel Schiss vor, dass ich gekillt werde. Wer hat jetzt gekillt? Ich glaube Hans Gruber. Nein, Donald Trump oder Klarus, das müsste Klarus gewesen sein, weil Donald Trump, glaube ich, abstained hatte. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Jinx whispert zu Black. Und whispert noch mehr zu Black. Und wir haben den Veteran. Der Veteran ist down, siehste. Jetzt haben wir hier theoretisch noch drei Mafias. Gegen den Rest Town im besten Fall. Oder vier Mafia gegen den Rest Town. Vielleicht gibt es noch ein Neutral, weil wir haben noch die Any-Rolle offen. Oh, guck mal. Doktor Claim. Donald Trump, der Doktor. Was natürlich auch schön ist, der Mayor hat einen Counterclaim gehabt, ja. Guck mal, Little Goat hat gesagt, er counterclaimt. Jetzt haben wir hier einen Doktor gehabt. Fred kommt jetzt auf die Idee, man könnte mal Black fragen. Aid is Blackmailer. I guarantee it. Da war niemand geblackmailt worden bisher, oder? Da ist mir nichts aufgefallen in der Richtung. Interessant. Someone tried to blackmail me last night, sagt Fred. Und wir haben hier anscheinend einen Spy. Mafia visited me, I'm legit. Wann wurde er bitte besucht? Und jetzt wird Black gewählt. Ja, Nummer 14 ist schon viel früher hochgewählt. Für mich Mafioso confirmed. Ask Little Goat. He knows. Oh, ein Spy Claim. Es gibt doch eigentlich genug Spy-Tests gerade. Little Goat sagt Inno. Jinx sagt Inno. Und er ist halt wirklich Spy. Ah, okay. Deswegen wusste er, dass Paris immun ist. That's why he knew you were immune, Paris. I thought he was Mafia. Tja, da lag ich falsch.
Damit ist Black Confirmed Town. Er ist übrigens damit die Random Town-Rolle, weil zwei investigative Rollen schon weg sind. Little Goat ist für mich jetzt verdächtig. Ja. He said, Paris was immune. But he did it in a good way. Also ich fand, er hat es schön gesagt. Ich hätte ihn aber als Mafia bezeichnet, deswegen. Weil man hier halt einfach sieht, er hat es halt so ein bisschen unter der Hand weggesagt. War schön gemacht. Ich hätte halt auf Mafia getippt, aber ich lag falsch. Free Chili wieder hochgewählt. Little Goat sagt, because medium. Ja. I would have checked Black earlier. Da gehe ich mit Paris confirms. Spike can confirm Mafia visited me. Fricilli sagt Inno. Jinx soll wohl von der Mafia besucht worden sein. Was haben wir denn noch da? Wir haben hier den Mayor, wir haben einen confirmten Spy, wir haben wohl Jinx, einen confirmten Besuchten von der Mafia, sodass er nicht Mafia sein kann. Transporter ist unwahrscheinlich. So. Wir haben noch einen Jailer, der noch was reißen kann. Giles wird jetzt als Mafia dargestellt von Jinx. Warblocked, Warblocked, Warblocked. Er wurde gemocht. Sehr schön. Little Goat hat Bodyguard geclaimed, wäre die Annie-Rolle, da die Random Town-Rolle durch den Spy belegt ist. Jetzt müsste der Jailer inzwischen eigentlich sogar den Godfather rausfinden können. Das könnten wir echt noch gewinnen als Town. Krass, trotz Matt. Hätte ich nicht gedacht. Aber Wunder gibt's immer wieder. Ja, ist am wahrscheinlichsten gilt, zu töten. Da hätte er auch schuldig werden müssen im Notfall. Klarus fragt hier, ob Godfather wirklich durch Guilds besetzt wird. Es gab keinen Kill, Guilds war 100 pro gejailt. Würde ich tippen, oder? Los, schreit es heraus. Get 7 Jailer-Exe Nummer 15. Jailer has no executions? Warum nicht? Stimmt, er hat das Medium gekillt. Richtig, das habe ich vergessen. Jinx, Kruber oder Cory? Black müsste doch wissen, dass wenn Jinx besucht wurde, dass er es nicht sein kann. I've been on you every night, little. Jinx wurde geblackmailed. Giles Corey wird gewählt, damit wird Hans Gruber mitgenommen. Ein Little Goat halt wirklich einfach mal, wie heißt's? Die Annie-Rolle wirklich Bodyguard, wie es scheint. Weil Little Goat ja Counter geclaimed hat gegen den Jester. Giles Corey kann ja auch nicht mehr viel reißen. Jeden Jailer halt töten müssen. Oder finden müssen, um genau zu sein. Fred abstained als einziger. Klar, kann ja noch ein Jester sein. Jinx is neutral killing Annie. Aha, das wäre interessant. Das wäre echt interessant.
So, wir haben noch einen Mayor, wir haben einen Spy, wir haben einen Mafioso und eine Annie-Rolle. Und einen Jailer, der sehr wahrscheinlich den Godfather natürlich jetzt gejailt hat. Relativ lange Runde, es kommt mir zumindest so vor, weil ich so früh tot bin. Ist immer ärgerlich, so früh tot zu sein. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr freut euch auf die morgige Folge, wenn es nämlich weitergeht bei Town of Salem. Ranked. Und natürlich abends auch wieder together. Ganz klar. Ist ja immer ein Standard. Fred ist tot. Guck mal. Die Mafia hat gekillt. Warum hat der Jailer nicht nochmal dieselbe Person mitgenommen? So, gucken wir uns mal den letzten Willen hier von Meyer an. 5, 10, 14, ah gut. 7 und 15 sind Mafia. Ja, gut. Bleibt denn nur noch Hans Gruber. Little Goat ist der Jailer. Er hat Counterclaimed bei einem Doktor-Claim. Interessant. I think Black might have faked spy test. Wow. Max soll etwas gefroht haben. Wer ist Max? Ah, immer noch Matt. Are you still talking to an idiot, Sona? Mal gucken. Wow. That's brave. Ich weiß gleich, was. Durchhaltend heißt. Deswegen nenne ich es einfach mal tapfer. So, Town gewinnt. Ich habe sehr viel wieder beigetragen. Muss man sagen. Ich war wieder sehr erfolgreich. Fred ist tot. Und Hans Gruber stirbt am Ende auch noch. Matt ist natürlich das Held, ist der Held hier in dieser Geschichte. Dr. Hans Gruber. So. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht. Bei Town of Salem. Wir machen hier ganz kurz den hier. Ihr wolltet das ja sowieso immer wieder sehen. Und wo ist denn unser Matt? Da. Report. Nein, es geht nicht. So. Because the reason button is broken. Reported for game throwing. Said he was lookout. Framed a jailed person. Get killed. By jailer, because of obvious lie, was medium day two. So, das Abschicken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.